es noch jemandem empfehlen, sich heute selbstständig zu machen? Würdest du es nochmal tun? Naja, also heute mehr denn je. Ich glaube, es ist die beste Zeit. Also, was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist Probleme lösen von anderen Leuten und wir haben gerade so viele Probleme, da kannst du dich tot mitschmeißen. Und also ich merke bei allen Leuten, die sich selbstständig machen, auch jetzt während der Krise, die sind da sehr glücklich über diesen Umstand mit. Gerade haben sich zwei festangestellte Mitarbeiter von mir selbstständig gemacht. Weil sie jetzt lang, also sie haben jetzt jahrelang hier beim Erfolgmagazin jeden Tag Erfolgstexte lesen müssen, sozusagen. Und irgendwann bist du in den Topf gefallen, ne, mit der Medizin. Und dann machst du das auch. Und es ist eine richtige Zeit, es ist eine gute Zeit. Man hat jetzt viele Vorteile auch. Sprich, es gibt viel Konkurrenz, die gerade den Schwanz einzieht. Bedeutet, du hast ein bisschen weniger Bewegung auf dem Markt. Du hast andersrum viele gute Argumente, um gut zu verhandeln mit deinem Vermieter, mit deinem Anbieter, wo du auch immer was auch kaufen musst und so weiter. Auch Mitarbeiter, es werden je nach Branche viele 10.000 Leute auf die Straße gesetzt. Da kannst du auch gerade günstig Personal einkaufen. Es gibt viele, viele gute Gründe, sich jetzt selbstständig zu machen. Und wie gesagt, die Aufmerksamkeit ist hoch, weil es trauen sich nicht so viele. Ich meine, es trauen sich in Deutschland sowieso nicht viele. Wir haben ja eine sehr, sehr niedrige und immer weiter sinkende Selbstständigenquote. Und wer sich jetzt selbstständig macht, der fällt besonders auf, nicht? Also der wird auch durchaus beklatscht. Und da guckt man dann auch. Und da kannst du mit deinem Produkt also sehr viel mehr Aufmerksamkeit erzeugen, als vielleicht sonst sogar. Also ich würde es immer wieder machen, immer wieder. Ich meine, ich stehe jeden Morgen auf und bin selbstständig und liebe das und freue mich darüber. Und ich habe selbst in meinen schlechtesten Zeiten am Anfang gedacht, also aber lieber das als angestellt.